Wenn Kai Oliver Apel und Maren Fritzler ausrücken, hat es nicht nur gekracht, dann sind auch immer Menschen verletzt. Wir wissen noch nicht, was los ist. Zumindest ein Pkw beteiligt, Pkw-Fahrer, der auch so schwer verletzt sein soll, dass ein Notarztwagen eingesetzt ist. Und da soll auch zurzeit Lebensgefahr, also mit dem Ableben, kann durchaus gerechnet werden. Und das ist gerade wieder Großaufgebot wieder auf der Bundesstraße. Ein Kleinwagen ist vermeintlich frontal in einen LKW gerast, auf gerader Strecke. Appel und Fritzler müssen diesen Unfall aufklären und herausfinden, wer Schuld hat. Beulen, Bremsspuren, Befragungen helfen dabei. Der Notarzt fürchtet das Schlimmste. Der Fahrer des grünen Autos ist bewusstlos. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Was sagst du? Dieser Pkw, welcher da vorne verunfallt ist, aber auch plötzlich auf der Geraden, ohne einen Grund, es gab keinen Grund, einfach langsam immer weiter rübergekommen ist und ihn regelrecht frontal dann in den Wagen. Ja. Stumpf, Kerzen geradeaus, immer weiter rüber und vor ihm dann. Wie alt ist der Pkw? Kann ich dir nicht sagen. Ich habe, als wir herkamen, war schon gleich dann auch der Einzelfall. Warst du dran? Hast du gerochen? Ich habe in der Richtung nichts riechen können. Alkohol könnte eine Ursache für den Unfall sein. Die Polizei wird sich darum später kümmern. Erst kommt der Fahrer des grünen Autos in die Klinik. Polizeikommissarin Fritzler sucht nach Hinweisen auf der Straße. Jede Kleinigkeit kann Aufschluss über den Unfallhergang geben. Noch ist völlig unklar, wieso es zum Zusammenstoß auf gerader Strecke kam und wer den Unfall ausgelöst hat. Fritzler markiert die Position der Autos und den Bremsweg. Seit 6 Jahren ist sie beim Unfallkommando. Die Spezialistin sieht sofort, welche Reifenspur von welchem Fahrzeug stammt. Da sieht man ja den Reifenabdruck und das Profil. Kann man gleich vorne am Vorderreifen auch erkennen. Das hier sind 1, 2, 3, 4 Rillen quasi. Die müssten wir vorne am LKW jetzt auch feststellen, dass da eine Zuordnung ist. Bremsspuren und Reifen passen zueinander. Kai Oliver Apel spricht inzwischen mit einer Zeugin, die direkt hinter dem Laster fuhr. Maren, bestimmte Spuren können auch von der Dame sein. Die hat auch noch eine Vollbremsung hingelegt. Also die Spur scheint vom LKW zu sein, weil die relativ breit ist und mit dem Profil. Sie haben ABS. Ja. Es ist halt, es hat auf jeden Fall alles in dem Moment. Ja. Sie können mir ganz kurz erzählen, wie der Unfall aus Ihrer Sicht sich darstellt. Ja. Ich war direkt hinter dem Containerdienstfahrzeug. Ja. Und er bremst auf einmal. Wir sind beide ganz normal gerade vorweg gefahren. Ja. Er bremst auf einmal nur ganz stark. Ja. Ich bin dann in die Bremse gegangen, habe auch gebremst und dann sah ich dann aber auch schon, wie das Auto auf einmal auf der Seite zu sehen war. Mhm. Sich drehte und. Ja. War das eine lange Fahrzeugreihe oder war er der Erste und dahinter viele Fahrzeuge? Ist ja häufig so, LKW vorne weg. Also wie viele jetzt vorne waren, weiß ich nicht. Beim LKW wissen Sie sieht nicht. Man's ja nicht. Sie konnten an ihm ja auch nicht vorbeigucken. Nein, deswegen. Sie haben Sie das Auto, das grüne Auto, haben Sie das vorher wahrgenommen? Nein. Also Sie haben es das erste Mal wahrgenommen, als an der Seite war. Und er hat seinen Fahrstreifen nicht verlassen gehabt. Nein, er hat auf seinen Fahrstreifen gebremst. Genau vor mir. Wichtige gerade, Aussage. Gute, gerade vorweg wichtige Aussage, ja. Sehr wichtige Aussage. Sie dürfen fahren. Danke. Tschüss. Der LKW habe die Spur nicht verlassen, sagt die Zeugin. Doch Zeugen können sich irren, Vermutungen mit Beobachtungen vermischen. 2500 Unfälle mit Verletzten klären die Polizisten pro Jahr in und um Hannover auf. Doch dieser Fall scheint merkwürdig. Beide Fahrzeuge sind rechts vorne beschädigt und der LKW steht nicht mehr gerade auf seiner Spur. Wer fuhr wo? Und auf welcher Straßenseite krachte es? Ja, hier ist halt die Kollisionsstelle mit dem LKW, ne? Weil hier ist die orange Farbe, die sich hier gut als Negativabdruck quasi zu erkennen ist. Ne? Der muss dann schon ganz schön rüber, also muss ganz schön quer gestanden haben, also dass er schon ziemlich rüber war. Frontal sind die Wagen nicht zusammengestoßen. Die Beifahrerseite des grünen Autos wurde deutlich mehr zerstört. Ist der LKW in den PKW gerast? Nur wenn die Polizei herausfindet, wo es zum Zusammenstoß kam, kann der Unfall aufgeklärt werden. Im Inneren des Kleinwagens fällt der Polizistin noch etwas auf.
bei derartigen Anstößen ist eigentlich, dass die eigentlich arretieren und sich nicht mehr lösen. Und wenn dann ein Gurt ausgewickelt ist, ist das ein Anzeichen dafür und arretiert ist, dass er angeschnallt war. Hier kann man das jetzt so anhand der Position so nicht sagen. War der Autofahrer vielleicht gar nicht angeschnallt? Also hier ist so eine Spur, wo was entstanden sein kann, aber ob derjenige so dünn war, mag ich zu bezweifeln. Hier erkenne ich jetzt nichts weiter, obwohl hier oben sind Anschmelzspuren durch Reibung, genau. Dadurch ist das hier geschmolzen, sieht man, fühlt man so, dass das durch die Hitze, durch die Reibung so passiert ist. Ein 75 Kilo schwerer Körper wird bei Tempo 80 etwa mit einem Gewicht von 1,5 Tonnen in den Gurt gedrückt. Dann passt das hier so zusammen. Hier sieht man das jetzt, wo man alles sieht. So eine quer verlaufende Veränderung in der Spur. Müsste hier so gesessen haben. Der Oberkörper hier hinter und so die Position. Hier oben sind die Anschmelzspuren, die durch den Aufprall entstanden sind. Der war angeschnallt. Kai, was haben die denen gesagt? Weil irgendwie ist der jetzt wirklich. Der hier ist wirklich auf der Spur gefahren. Ja, die Zeugin der, sagt. Weil guck mal, wie die sich getroffen haben. Das ist ja. Also die Zeugin sagt, er hat nicht seinen Fahrstreifen verlassen. Der LKW hat nicht seinen Fahrstreifen verlassen. Da muss er ja einen Tick rübergekommen sein, weil ja da so eine. Er kriegt natürlich auch einen Schlag vorne rechts und wird natürlich vielleicht auch. Noch da gelenkt. Ne? Haben wir denn eine Schlagspur? Habe ich noch nicht geguckt, aber unterm LKW ist ziemlich viel Schmutz. Weil das Einzige, was ich hier gefunden habe, das muss vom Vorderreifen sein. Da ist er. Ist er? Ja. Da muss der. Guck mal, du hast ein paar Jahre mehr. Da ist die Schlagspur. Ja. Da ist die Fahrbahn ganz frisch rausgeschlagen. Und wenn wir diese Schlagspur finden, können wir sagen, dass da der Unfall passiert ist. Jetzt finden wir den Schlagspur auf der Fahrstreifen des LKWs. Bedeutet, dass nicht der LKW von seinem Fahrstreifen abgekommen ist, sondern der PKW. Wir haben zwar jetzt Zeugenaussagen, die das bestätigen, aber wir haben ja solche Unfälle auch mal durchaus, wo uns keiner mehr was sagen kann oder will. Oder vielleicht auch nicht mehr sagen kann, weil alle schwer verletzt oder vielleicht sogar getötet sind. Und dann ist es solche, die Spuren sind sowas von wichtig. Und dann dürfen die auch. Und sowas sollte dann auch, wenn dann Feuerwehreinsatz ist, dann nicht noch zugestreut werden oder was weiß ich, weil dann finden wir das nicht. Und das ist die Aussage. Derjenige hat dann Schuld oder nicht Schuld. Ne? Ganz wichtig. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wird ein Metallteil eines der Fahrzeuge in den Boden gerammt, oft der Motorblock. Dabei entsteht die Schlagspur. Das ist bei jedem Unfall so. Die Polizisten können die Straße für den Verkehr wieder freigeben. Erledigt ist der Fall aber noch nicht. Auf der Unfallstation der Medizinischen Hochschule Hannover gehen die Ermittlungen weiter. Inzwischen hat Kai-Oliver Apel die Information, der Fahrer des grünen PKW ist nicht lebensgefährlich verletzt. Arm und Knie sind gebrochen. Doch erst einmal heißt es warten, der Patient wird noch versorgt. Je mehr Zeit vergeht, umso mehr können die Erinnerungen des Fahrers verblassen. Doch nicht nur deshalb muss Apel so schnell wie möglich mit ihm reden. Ganz wichtig, ich weiß ja noch gar nicht, ob der verkehrstüchtig war, ob der alkoholisiert war. Die Kollegen sagten schon, sie hätten nichts gerochen, ob der Medikamente irgendwas genommen hat. Ne? Inwiefern, ne? Wenn er denn Aussagen macht, warum er denn da von der Fahrbahn abgekommen ist, ne? Oder von seinem Fahrstreifen, ne? Schon wichtig. Ne? Okay. Ja? Oh, super, vielen Dank. Ja. Guten Tag. Apel, ich bin vom Verkehrsunfalldienst. Wir sind eine Sonderdienststelle, die schwere Unfälle aufnimmt. Sie hatten einen schweren Unfall. Wie es Ihnen geht, brauche ich nicht zu fragen. Ging schon mal besser, ne? Einigermaßen. Ich lebe noch, also das ist länger. Und Sie wissen noch, was passiert ist? Nein, überhaupt nicht. Sie können sich ja nichts erinnern. Nein, ich kann mich erinnern, dass ich von der Autobahn abgefahren bin. Im Berghof links auf die L190. Und dann hat sich so freundliche junge Dame über mich gebeugt. Und gefragt, wie es mir geht. Also, dazwischen fehlt alles. Das Auto ist ja relativ neu.
oder ist noch nicht alt, wollen wir so sagen. Ja. Sie hatten auch gute Reifen drauf, ich habe das überprüft. War alles gut. Aber irgendwie mit dem Handy gespielt? Mache ich überhaupt nicht. Oder telefoniert haben Sie nicht? Grundsätzlich nicht. Okay. Alkoholmissbrauch kann Apel ebenfalls ausschließen, dafür gibt es keine Hinweise. Weil irgendwas muss passiert sein, weil das war einfach eine gerade Strecke, da war keine Kurve, irgendwas muss ja mit ihm passiert sein. Also was mich irritiert ist, Medikamente, ich meine, bin ich ja da ein bisschen erfahren, das kündigt sich an. Ja. So, dann fahre ich entweder nicht oder... Wie kündigt sich denn das an, wenn was mit Medikamenten ist? Wird Ihnen dann schwarz vor Augen oder wird Ihnen, werden Sie dann durcheinander oder mir wird dann ein bisschen schwach. So ein bisschen schwach, ja. Ja, aber das habe ich in der Regel zu Hause und ganz selten. Ja. Auf diese Aussage hat der Polizist gewartet. Tabletten haben oft Nebenwirkungen, die sich auf das Fahrverhalten auswirken. Ich gehe mal von aus, dass Sie hier bleiben. Ne? Sie werden heute nie nach Hause gehen. Ne? Gehen wir von aus. Ne? Ja. Wenn Sie Ihr Auto irgendwann mal sehen werden, dann können Sie Geburtstag feiern heute. Mhm. Dem 70-jährigen Autofahrer droht ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgrund Medikamentennutzung. Eventuell muss er den Führerschein abgeben, doch das entscheidet ein Staatsanwalt oder ein Gericht. Auf der Dienststelle werten die Beamten alle Beweise aus. Kai-Oliver Apel ist einer von 20 Polizisten, die ausschließlich für Unfälle zuständig sind. Jeder Einsatz wird zu Papier gebracht. Apel ist seit 19 Jahren dabei. 4.500 Einsätze ist er bisher gefahren. 3 Sterne zeigen, er ist Polizeihauptkommissar. Erfahrungen sind Sachen, die man auch nicht kaufen kann. Spuren erkennen, Spuren sehen und sie vielleicht auch bewerten und einschätzen zu können, ob da jemand auch vielleicht an der Unfallstelle Blödsinn erzählt oder vielleicht die Wahrheit erzählt. Aber Routine mit dem Leid anderer Leute, nein, das wird keine Routine. Spuren erzählen oft die tragische Geschichte eines Unfalls und bleiben in Erinnerung. Auf dem Messeschnellweg, wo eine Frau in ihrem Pkw verbrennt mit ihrem Kind im Auto. Die Situation war so, dass hinterher bei den Bildern konnte man das dann sehen, als das Auto aufgenommen wurde, dass sie sich noch nach hinten gebeugt hat, Richtung Kindersitz. Das war wirklich, also das war unfassbar. Das war echt übel. Also das muss ich echt sagen. Also das wird wohl auch bleiben. Ja. Per Funk wird ein Unfall mit einem Radfahrer gemeldet. Laut Statistik passieren abends deutlich mehr Unfälle. Nach der Arbeit lässt die Konzentration nach. Morgens ist man ausgeschlafen. Achtung, der Radfahrer. Sieht er uns? Sieht uns. Dankeschön. Also laut genug sind wir. Die standen eben so da. Die Polizei braucht nur 5 Minuten. Notarzt und Rettungswagen sind schon da. Das Unfallteam arbeitet immer nach einem bestimmten Schema. Einer befragt Zeugen und Beteiligte und schreibt den Unfallbericht. Der andere sucht Spuren auf der Straße. Die Ergebnisse der Polizei helfen Justiz, Versicherungen und den Beteiligten, den Unfall abzuwickeln. Der verunglückte Radfahrer liegt im Krankenwagen. Sein Arm ist vermutlich gebrochen. So, wie geht's Ihnen denn? Wie geht's dir? Gut. Ja? Ja. Okay. Schreck, ne? Ja, Schreck ist groß, ne? Ja, klar. Ja. Der junge Beifahrer wollte aussteigen und übersah einen Radfahrer. Auch kleinere Unfälle können später zu Streitigkeiten zwischen den Beteiligten führen. Ja, da ist richtig weggebogen, die Kante. Das Auto ist noch nicht alt. Den gibt es erst seit ein paar Tagen auf dem Markt. Der ist neu, ne? Der ist neu. Mhm. Am Auto selbst sind die Spuren kaum zu erkennen. Auf dem Radweg findet Apel nichts. Ist alles nass, nichts zu sehen. Polizeikommissarin Fritzler spricht dann mit der Fahrerin und ihrem Sohn. Also du warst Beifahrer, genau. Du wolltest aussteigen, hast aber nicht geguckt, die Tür aufgemacht. Und in dem Moment höre ich auch schon den Knall. Das war's. Ich habe nichts gesehen. Ja. Ich habe auch den Radfahrer nicht gesehen, weil der war dann... Ja, Sie haben da wahrscheinlich auch gar nicht drauf geachtet, ne? Oder?
Nee, ich war damit beschäftigt, den Schlüssel aus und mich abzuschnallen. Ja. Also das ging tatsächlich sehr schnell. Jeder Unfall wird ausgemessen. Die Daten sind für den Bericht. Statt Zollstock nutzt die Polizei die sogenannte Ralle. So, mache ich kurz mal die Breite hier. So, was haben wir hier? 1,40. Das ist auch ein relativ einfaches Ding. Das ist ja, aber für denjenigen, der dann mit dem Fahrrad unterwegs ist und da kommt einem die Tür entgegen, ist ja auch sehr, kann ja wirklich unangenehm sein. Ne? Das ist nicht schön. Du kannst nichts mehr machen. Genau, das muss ein doofes Gefühl sein. So, 1,60. Bei Unfällen Auto gegen Rad sind die Folgen häufig enorm. Allein in Hannover wurden im vergangenen Jahr 174 Radfahrer schwer verletzt. 4 kamen ums Leben. Der war genau daneben, hat er die Tür aufgerissen. Also wir haben häufig, dass dann hier vorne der Einschlag, dass wir die Spuren hier vorne haben. Aber in diesem speziellen Fall ist das genau hier, da. Siehst du? Der Rahmen da weggehobelt ist hier, der Lack hier am Rahmen, weil da ist die Tür gegen. Für ihn war überhaupt gar keine Möglichkeit. Ne? Der war neben dem Auto und dann kam die Tür. Ne? Häufig haben wir ja die Tür und dann kommt der Radfahrer, dann weiß er nicht mehr, was er machen soll, stößt gegen die Tür. Aber er war direkt daneben, als die Tür aufgemacht wurde. Ne? Gut. Obwohl der ist natürlich auch ziemlich weit links gefahren. Ne? Wenn er ein bisschen weiter rechts fahren würde, hätte nichts passiert. Ne? Aber na gut. Passt, ne? Ja, genau. Und der mit da und da unten die Kante, das ist die umgebogen ist, die ist da genau vorne, ja. Vorne rein. Da der Beifahrer erst 14 Jahre alt ist, droht ihm vermutlich keine Strafe. Der Junge ist noch strafunmündig. So, ein Foto noch von der anderen Seite. Der Radfahrer kann jedoch Schadenersatz und Schmerzensgeld vom Unfallgegner verlangen. Auch dabei hilft die Unfallakte der Polizei. So, das war's. Der nächste Tag. Kai-Oliver Apel und seine Kollegin haben heute Spätschicht. Schon seit Mitte der 50er Jahre gibt es in Hannover spezialisierte Unfallpolizisten. Damals noch unter dem Namen Verkehrsunfallkommando. Die Dienststelle hat bundesweit einen sehr guten Ruf. So hat die Polizei in Köln vor 10 Jahren ein Unfallteam eingerichtet. Zuvor gingen die Kölner Polizisten in Hannover wochenlang in die Lehre und übernahmen das System. Auch wenn Kai-Oliver Apel nur Unfälle aufklärt, ist er ausgerüstet wie jeder Streifenpolizist. Ich habe die Handfessel, eine Dienstwaffe, ein Ersatzmagazin, ein Pfefferspray, Taschenlampe und einen kleinen Leatherman als Zange und ein kleines Werkzeug. Die Dienstwaffe ist eine halbautomatische Heckler & Koch P2000 mit 13 Schuss im Magazin. Der gesamte Gürtel wiegt an die 3 Kilo. Bis heute hat Apel die Pistole noch nicht auf der Straße einsetzen müssen. Ohne Waffe würde er aber nie an Unfallorte fahren. Also das kann durchaus passieren, dass sie durchdrehen, weil es eine Ausnahmesituation, Unfälle, die sind geschockt, die sind vielleicht verletzt, Angehörige sind vielleicht verletzt, schwerst verletzt, vielleicht getötet worden. Wir können aber auch die andere Situation haben, dass vielleicht jemand, der vorher vielleicht eine Straftat begangen hat oder zur Verdeckung einer anderen Straftat, Ordnungswidrigkeit vielleicht flüchten will oder auch eventuell Personen angreift, weil er dann im Rahmen vielleicht seiner Flucht vielleicht an einem Unfall beteiligt ist und wir vielleicht als erstes, zweites Auto an die Unfallstelle gelangen. Ne? Ja, und dann muss man sich schon selbst und vielleicht die Kollegen oder vielleicht auch andere Dritte, unbeteiligte Dritte vielleicht auch schützen. Deswegen haben wir alles dabei. Maren Fritzler überprüft das Einsatzfahrzeug. Vor Ort ist es nicht nur ein mobiles Büro, in dem Zeugen gehört werden, es ist auch speziell ausgerüstet. Eine Fotoausrüstung dient dazu, Markierungen, Brems- und Schlagspuren sowie Fahrzeuge abzubilden. All diese Spuren haben die gleiche Beweiskraft wie Aussagen der Unfallbeteiligten. Die Polizisten sind Pfadfinder, die am Unfallort den Weg, den die Unfallbeteiligten genommen haben, herausfinden müssen. Ich finde, kein Unfall ist der gleiche. Es ist immer unterschiedlich. Man hat mit unterschiedlichen Leuten zu tun.
Und man kann denen auch manchmal was widerlegen, sage ich mal. Die sagen was, aber Spuren sagen dann doch was ganz anderes. Und das ist manchmal ein kleines Erfolgserlebnis, wenn man denen sagen kann, hier, das ist aber Quatsch, was du da gerade erzählt hast. Ich kann das widerlegen. Wir sind schon spezialisiert mit dem Fahrzeug und der Ausrüstung. Ein Funkwagen hat längst nicht so viel an Bord wie wir zum Beispiel. Die Skalpelle braucht man, um zum Beispiel am Pkw nach Verkehrsunfallfluchten Lackproben zu entnehmen, um halt die vollständige Lackschicht abtragen zu können. Den hier wieder rein. Wir haben zum Beispiel eine Leiter an Bord, die ein Funkwagen nicht dabei hat. Das brauchen wir, um Fotoaufnahmen aus der Höhe zu machen. Wir haben hier die Kreide, sogar Sprühkreide dabei, farbig, dass man im Schnee Spuren markieren kann. Das haben wir noch bei normale Kreide, ungeölt, die wir bei trockenen Fahrbahnverhältnissen nutzen. Da hält die ganz gut, ist sehr gut sichtbar, auch auf Fotos hinterher. Und wenn es regnet, dann würde die hier verlaufen, dann ist die sofort weg. Da haben wir dann noch geölte Kreide. Die bleibt länger auf der Fahrbahn haften, wenn man was markiert, und dass die Spuren dann auch bei Regen und nasser Fahrbahn sichtbar sind. Kreide ist mit das wichtigste Handwerkszeug. 1000 Stück verbrauchen die Beamten pro Jahr. 3 beteiligte PKWs, davon einer davon im Graben. Sind jetzt insgesamt 2 oder 3 Rettungswagen im Einsatz, ein Notarztfahrzeug. Kurz vor Hannover hat es auf der Bundesstraße gekracht. Seit Stunden regnet es, die Straßen sind nass und rutschig. Alter Vater, nicht schlecht, Herr Specht. Volles Rohr im Gegenverkehr, der ganze Motor von ihm ist einmal auf der Straße verteilt, mir sieht es aus wie auf dem Schlachtfeld. Richtet euch auf eine Vollsperrung ein, die Ronnenberger dicht machen, da oben dicht machen, das wird eine Vollsperrung. Ich weiß nicht, ob Ronnenberger, die sind 50er und jetzt 2 von uns. Ja, okay. Aber das ist egal. Wie lange brauchst du denn etwa? Das dauert jetzt 1 Stunde, 1,5 Stunden, mindestens. Ab jetzt hat der Verkehrsunfalldienst vor Ort das Sagen. Die Unfalllage ist unübersichtlich, 3 Fahrzeuge sind beteiligt, 5 Personen werden im Rettungswagen behandelt. Appel und Fritzler verschaffen sich einen ersten Überblick. Wo war denn die Kollisionsstelle zwischen dem Sprinter? Ja. Hier irgendwo. Hier, Schlagspur. Der fährt natürlich, der hat ja auch noch eine Bewegungsenergie, der fährt ja weiter. Aber gegen die Bäume sind sie nicht, ne? Das kann durchaus da vorne sein. Ne? Dahin, da liegt der Getriebeblock, ne? Da hinter dem Baum ist das Getriebe von dem BMW. Da kann man mal sehen, was da für eine Bewegungsenergie hintersteckt, hinter so einem Auto. Auch wenn der vielleicht nur 100 gefahren ist, was ich bezweifle. Aber nehmen wir mal an, auch bei 100 im Auto im Gegenverkehr, da sind solche großen Bewegungsenergien, die da freigesetzt werden, auch durch so einen Unfall, die ja dann auch gegen die Insassen wirken. Aber das ist ja gewollt, dieser Sachschaden irgendwo, ne? Dass sich diese Motorenteile lösen, weil jedes Motorenteil, was sich vom Auto erlöst und wegspringt, diese Bewegung wird ja auch nicht in den Fahrzeuginnenraum, in den Insassenreiter geleitet. Die nehmen ja eine gewisse Bewegungsenergie auf und leiten diese ja auch weg vom Auto, von den Insassen. Ne? Ohne diesen technischen Fortschritt hätte es vor Jahren hier vermutlich Tote gegeben. Marin Fritzler redet mit einem Kollegen, der noch mit einem Verletzten gesprochen hat. Hat der irgendwas zum Unfallhergang gesagt? Der BMW kam von der anderen Seite, hat aber nicht gesagt, welche Spur und sowas. Ist irgendwie in Schleudern wohl gekommen, auf seine Fahrbahn gerutscht und er konnte nicht mehr ausweichen und ist dann halt voll reingefahren. Ja. Später wird der Unfalldienst noch selbst mit allen Opfern reden. Die Polizeikollegen liefern nur eine erste Orientierung. Weil die auch schon wichtige Informationen haben, vielleicht ist irgendwas verändert worden, ne? Hat die Feuerwehr irgendwas verändert, haben die irgendwas verändert, um den Verkehrsfluss vielleicht freizugeben. Und solche Informationen sind dann schon wichtig, um alles richtig bewerten zu können. Masika! Masika! Der Unfall ist vor 20 Minuten passiert und schon treffen besorgte Angehörige ein. Wir machen doch nicht so ein Theater, wir haben ja genug zu tun, ja? Wir brauchen mich um Sie jetzt hier auch noch zu kümmern hier, ja? Beruhigen Sie mal ein bisschen, die sind ja noch nicht tot. Ja, Angehörige, ja. Und die tun so, als wenn hier gleich jemand ums Leben kommt, wenn Sie da nicht an die Verletzten rangelassen werden. Soll ich die jetzt da in den Rettungswagen reinschicken? Die Rettungswagenbesatzung, die bedankt sich auch, ne?
So schlimm ist das ja wahrscheinlich. Also werden wir mal gucken. Ich hoffe es, ne? Wollen wir mal gucken. Solche Reaktionen erleben die Unfalldetektive nicht das erste Mal. Zum Glück besteht bei keinem Opfer Lebensgefahr. Apel fordert dennoch Verstärkung an. Bei so großen Unfallstellen und vielen Beteiligten setzen die Beamten das sogenannte FIDIAS-System ein. Die Spurenlage ist hier so auch wichtig, eminent wichtig. Wir wissen ja nicht, was zum Beispiel der Fahrer dieses BMW, der heute eine Aussage gemacht hat, was der morgen erzählt. Der geht nach Hause und sagt ein Freund zu ihm, du, ich habe da einen super Rechtsanwalt. Und der Rechtsanwalt sagt, Moment mal. Und 3 Wochen später ist das alles ganz anders passiert. Vielleicht kommen die auf Ideen, von denen ich ja jetzt hier um das gleich rauszunehmen, zu sagen, naja, das könnt ihr zwar gerne erzählen, aber wir haben spurentechnisch das anders gefunden, damit das klar ist. Ne? Ja? Für das FIDIAS-System wird die gesamte Unfallstelle auf einer Länge von 300 Metern ganz genau vermessen. Signalstangen und Pylonen markieren wesentliche Punkte. AB? AB 19,42. Die Punkte A und B sind die Ausgangsstellen. Ihre Entfernung dient später als Referenz, um den Unfallort maßstabsgetreu darstellen zu können. Aus etwa 5 Metern Höhe wird der Ort systematisch abgefahren und aus allen Perspektiven fotografiert. Warte mal, ein Stückchen noch mal zurück. Das Verfahren kostet Zeit. Weiter. Die Straße wird deshalb noch länger gesperrt bleiben. Stopp. Noch ein Stück. Weiter. Das Ergebnis dieser Auswertung ist dann wirklich eine maßstabsgerechte Skizze, also wirklich maßstabsgerecht. Und man kann in 3, 4 Jahren, in 5 Jahren, kann man rein theoretisch anhand dieser Skizze beigehen und kann die Autos genau so wieder hier an die Unfallstelle stellen. Das ist dann machbar. Die Herstellung dieser Skizze übernimmt eine andere Dienststelle der Polizei. Fest steht, der Zusammenstoß geschah nach einer Rechtskurve. Erlaubt ist hier bei Nässe Tempo 70. Ist das die Unfallursache? Routinemäßig wird immer das Profil der Reifen gemessen. Ich habe jetzt hier einen Wert von 1,0. Das ist ja ein bisschen wenig. 1,1. Das ist ja wirklich toll. Das ist solchen Reifen. Keine Winterreifen, nein. Das sind Sommerreifen. Keine M&S. Sommerreifen verlieren ja schon bei einer Temperatur von 4, 5, 6 Grad, sagt man, ihre Haftung. Das sagt mir, welche die Unfallursache ist. Nicht angepasste Geschwindigkeit an der Fahrbahn, Witterungsverhältnisse, Reifen, die drauf sind, dann auch noch schlechte Reifen. Vielleicht hätte der Fahrer dieses Auto vielleicht eher in ein kleineres Auto investieren sollen, dafür in bessere Reifen. Das wäre zum Beispiel eine Aussage. Ne? Der Unfallfahrer wird sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. Die Spuren, die das beweisen, hat der Verkehrsunfalldienst gesammelt.